Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Beim letzten Mal sind wir gestorben. Mr. Tim ist jetzt weg und wir wollen immer noch unsere Abwehrmittelstick testen. Natürlich wollen wir das. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Lautstärke in jedem Spiel einfach richtig hochzunehmen. Denn dann erschreckt man sich einfach mal besser. Und ich hoffe, dass ich dieses Mikro jetzt endlich gut eingestellt habe. Es dürfte noch leichtes Rauschen geben, aber wirklich minimal, das sollte man überhaupt nicht hören. Aber ich habe einfach in letzter Zeit nicht wirklich die Zeit, mir das Ganze anzuschauen. Ausbildung und so. Das steht für Galaxy News Radio, falls ihr von der vergesslichen Sorte seid. Zu sterben. Oh, scheiße. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich davon berichtet, dass jemand kurz davor Vault 101 verlassen hat. James hieß der Knabe. Guter. Ach so, okay. Aber es wird noch besser. Wer hat das jetzt gehört? Der ist über die Mine gelaufen, hat die umgekippt, aber hat nichts gemacht. Aus dem Loch gestiegen ist. Ich habe eine bessere Idee. Was zum Teufel ist dort los? Eine Revolution? Hat jemand erfahren, dass... Roxel. Boah, ist das laut! Und unser Hund hat magische, explosive Bissplätze. Und diesmal werde ich hier nicht sterben, weil ich diesen Typen auf die Mine werfe. Ja, von allgemeinem Interesse. Wie wäre es mit Musik? Und 50 Cent, das ist der erste Song, den wir heute hören werden. I Don't Want to Set the World on Fire sein wird. Von den Inkspots. Genau, das weiß ich jetzt. Oh, ja, genau. Die waren beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr habt das beim letzten Mal gesehen. Konnt mich schön auslachen. Wer es nicht gesehen hat, ich habe diesen Typen benutzt, um den hier so in die Minen reinzuschmeißen. Was passiert? Minen sind nicht hochgegangen. Genauso wie der Typ, die gerade weggetreten hat, wo nicht mal was passiert ist. Und, hier liegen Körperteile an der Wand. Aber als wir dann da reingegangen sind, wollten dann die Mine entschärfen. Der Typ lag hier, die Mine lag einen Millimeter weiter da. Dann wollte ich die dann anklicken, aber es ging nicht, weil der... Ach du Scheiße. Du bist selber tot. Au, ich bin tot, Dreckskerl. Ich habe eine Idee, der Hund ist noch nicht da. Ist ganz schnell VATS. Und eine nach der anderen. Nein! Ja! Nein! Und wir haben gar nichts mehr. Das ist natürlich super, dass der... Au. Yes! Unser zweiter Tod, weil unser behinderter Hund mir gerade irgendwie auf den Sack geht. Ey, dieser Hund! Bleib doch einfach! Beschütz mich! Aber greif doch nicht an! Das ist doch scheiße! Nee, jetzt ohne Spaß. Ich meine, der rennt wirklich... Der rennt sofort rein. Und damit steht er direkt vor dem Feind, was mir nicht mehr erlaubt ist, den die Visage wegzuballern. So, diesmal haben wir alle Zeit der Welt, diesen ganzen Rotz zu entschärfen und uns anzupirschen, bevor unser Hund wieder ein Selbstmordkommando macht und hier einen auf Granatenfänger macht. Allerdings immer nur in unsere Richtung, nicht in die Feindrichtung. So, diesmal allerdings... Ich weiß nicht. Der Hund ist cool, dass der einen beschützt und alles Mögliche, aber... Entschuldigung. Das hat man trotzdem gehört. Oh. Aber was... Entschuldigung, wirklich. Aber was einfach aufregt, du kannst keine Sprengstoff verwenden, weil der da direkt reinsteht. So, diesmal nicht, Kumpel. Diesmal werfe ich, bevor mein Hund dich beschützt. Ach, du grüne Leune! Ich hab dich getroffen. Ach du Scheiße. Ein aggressives Kerlchen! Ach du grüne Leune. So, jetzt aber! Für euch! Ihr grüner Neger! Das war unser Hund. Ey, jetzt hallo? Ach, nein! 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 Stopp zurück! Oh, boah. Hallo! Hundi! Dein Einsatz! Deine Einsatz! Los! Ich nenne dich auch nie wieder Scheiße! Ah! In die Fresse! Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe eine gute Idee, eine schnelle Idee. Wir holen jetzt diese Kampfflinte
Wovon ich eigentlich dachte, dass wir da zwei von hätten. Weil wir haben. Au, 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 au. Anscheinend. Ach du Scheiße. Deswegen sterben wir wie die Schoppen. Voll daneben. Nicht voll daneben. Oh, haut auf, glätt nach. Nein! Ach du Scheiße. Und wir haben keine Stimpacks mehr. Das ist natürlich alles richtig super. Dafür haben wir eine Sadistenrüstung. Okay, sie hat noch was an. Ja, wie ihr das schon wisst, ich habe leicht schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also, was heißt schlecht, ne? Andere Erfahrungen. Ah, hier ist ein Schlüssel, nicht die Pumpe. Wir müssen jetzt... Oh, da vorne ist hier Gedingse, Medi-Station. Deine Mutterstation. Hol's dir. Ein Stimpack. Können wir allerdings nicht über die Schnelltasten verwenden. Da sind Maulwurfratten, okay. Wir können das nicht über die Dingstasten verwenden, weil wegen wir keine mehr haben. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ich hasse diese Höhle! So, und diesmal bauen wir keine Scheiße, denn ich möchte so schnell wie möglich wieder an die bekackte Oberfläche. Und ich muss aufhören, solche schlimmen Wörter benutzen. Solche ganz schlimmen Wörter. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was demnächst gezockt wird, wo ich mich richtig drauf freue, ist hier Scribblenauts Unlimited. Da freue ich mich einfach nur richtig drauf. Ich werde daraus allerdings keine Art Let's Play machen, sondern ich werde das quasi durchspielen und euch die besten Szenen einfach mal vor die Nase klatschen. Und das Ding macht viel mehr Schaden. Warum nehmen wir das nicht mal mitten in die Leiste hier auf? Aber einfach mal auf 4. Hier auf 4. Und das Ding dann auf... Nein, nicht auf 3, auf 1. Was hatten wir jetzt? Okay, da hatten wir die Sniper, das weiß ich noch. So. So, die Granaten sollten wir uns besser auch auf eine Schnelltaste... Achso, haben wir schon. Und dann machen wir jetzt einen Quicksave, bevor das Ganze wieder am Arsch ist. Ich meine am besten jedes Mal einen Quicksave, wenn wir irgendwas Bedeutendes gemacht haben. Wie zum Beispiel 1 cm weiter vorangekommen sind. Ah, voll in die Fresse! Oh! Damit habe ich wieder nicht gerechnet. Genauso wie eben. Und das Spiel läuft auf konstanten 60 Frames, was man von Minecraft zum Beispiel nicht erwarten kann. Ich probiere die ganze Zeit, weil mich haben ein paar Leute darauf angesprochen, dass ich jetzt unbedingt doch Minecraft machen sollte, wo ich eigentlich mich zu geäußert habe, dass ich das erst nicht machen wollte. Erst. Weil so viele Leute... Quick Save. So viele Leute haben wirklich schon Minecraft Let's Play gemacht und da habe ich mich gefragt, muss ich jetzt wirklich nochmal meinen Senf damit dazugeben? Aber im Prinzip, ja, es ist wieder was anderes. Also, ich habe keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall machen. Boah, und jetzt gibt's auf die Fresse. Au, ziemlich. Ich bin doch ruhig. Ich bin total ruhig. So, jetzt kommt die Olle wieder um die Ecke und knallt mir voll in die Visage. Ich bin der letzte Scharfschütze auf der Welt. Ich helfe dir. In die Fresse oder wir kriegen was in die Fresse. Du Scheiße. Drück nochmal drauf. Yes. Zensiert. Ich hatte die Hand vor. Voice Crack. Ich hatte gerade wieder einen derbsten Voice Crack. Nein, nix wow. Nix wow. Ja, komm. Bisschen gestreichelt. Und jetzt renne ich in meine Granaten, bitte. So, und die beklauen wir mal. Bis aufs Hemd, wie es aussieht. Wie eben auch. Quick Save. Mit einer schönen Aussicht. Ein Pümpel. Ja, man kann ihn nicht immer mitnehmen, ne? Ja doch, komm, hallo, Pümpel, Pümpel muss sein, Pümpel. So, die Kampfflinten hauen wir mal zusammen, dann hauen wir die ganzen Sadistenrüstungen hier, das sind ja alle Sadisten hier, einfach mal alle zusammen und checken mal so, was hier drin sind, in den Aktenschränken. Natürlich Munition, ich hätte jetzt auf Akten getippt, aber natürlich, ja. Achso, den Schreibtisch kann man auch öffnen, was ist da drin? Munition für unsere Sniper, das hatte ich sehr gut. Kohle und ein Aschenbecher. Brauchst du? Nee, im Ernst? Brauchst du? Okay, nein. Dann nehmen wir das Ganze einfach mal nicht mit.
Da warst du. Hi, Kumpel. Ne, den Helm wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen schmeißt du den Helm einfach nochmal weg, denn der Helm ist doch schon so ziemlich scheiße. Was ist hier? Gar nichts außer Müll? Dann schauen wir doch mal. Vielleicht ist zwischen dem Müll Wodka versteckt. Ich hasse Wodka. Pfeile. Super. Können wir in unser Magazin stecken und unsere Waffe damit zerstören. Yay. Minimal viel Geld. Whisky. Und wieder ein Staubsauger. Ey, ich greife auch echt sofort alles, was mir hier vor die Flinte fällt. Ein Ledergürtel, ein Sturmgewehr. Nee, das schmeiße ich wieder weg. Dann schnappen wir uns hier so ein paar verrotzte Bücher. Oh, erschreck mich nicht so, Mann. Ich habe schlechte Erfahrung mit Minen. Quicksave. Ein Glaskrug. Oh, und Besteck und so. Ja, wie wär's, wenn wir ein eigenes Restaurant aufmachen? Das nennen wir... Benennen wir nach unserem Charakter. Restaurant Murderer. Oder Mesterong, ne? Mesterong, ja. Das wird kein Restaurant, das wird ein Mesterong. Da wird around gemessen. Nee. Was ist hier? Ah, Blut und ein Waschbecken, an dem man trinken kann, um unsere Leben aufzufüllen und uns radioaktiv zu verseuchen. Was natürlich das Wichtige an der Sache ist, uns radioaktiv zu verseuchen. Ein Briefbeschwerer. Und wieder ein paar Stimpaks. Oh, wie sagt... Muss ich flüstern? Und zwei Krücken und wir sind überlastet. Ja, aber die Krücken mussten unbedingt mit, ne? Ja gut, das bringt nicht so viel. Schmeißen wir raus, haben wir wieder 15 Plätze frei. Und ich frage mich immer noch, warum unsere MP, Big Safe, genauso viel bringt wie... was heißt genauso viel? Doch, ich glaube, genauso viel Schaden macht wie die Sniper, oder? Na, irgendwie, ich weiß auch nicht. In Fallout ist es so, am Anfang ist jede Waffe scheiße. Wirklich jeder einzelne. Oh, jetzt tricksen wir. Dogmeat, verpiss dich! Ah. Du lockst die Biester an, bleibst da stehen, okay? Aber starr mich nicht so an. Kommen die jetzt? Kommen die? Ach, die können nicht, weil die Tür zu ist. Haben wir irgendwo Splitterminen ausge... Oh, ja, 56? Dogmeat, nein. Böser Dogmeat, nein. Ach du Scheiße. Ja. Dann mach deinen Scheiß doch allein. Du bist ja so gut da drin. Basti. Ey, das... Das ist mir unbeschreiblich, das ist... Ich meine, er will uns helfen, in allen Ehren, aber... So doof. So blöd. Nichts gegen dich, aber so blöd. So blöd. Das sind noch mehr Mauerausratten. So, weißt du was, kleiner Mann? Nee, ich habe jetzt keine Lust, ihn anzusprechen, ihm zu sagen, er soll hier bleiben. Attacke! Ah! Aua. Aber man kann hier gar nicht drücken. Auf Schiff wird man langsamer. Gut, dass deren Köpfe explodieren, wenn wir das machen. Das ist immer sehr von Vorteil. Liegt hier irgendwelcher Grimmskrams rum, den wir gebrauchen könnten? Ach du Scheiße. Anschleichen. Da oben tobt ein Krieg. Wir holen mal wieder die MP raus. Was zur Hölle geht hier ab? Ich hab eine Idee. Die räuchern das Nest hier aus. Das können wir zu unserem Vorteil benutzen. Wir verteilen hier einfach mal Minen. Hier. Oh, dann ist okay. Sehr gut. Ja, wow. Komm hier rein. Komm. Wenn das nicht perfekt ist. Quicksave. Jetzt räumen wir hier noch schnell alles aus. Den Pümpel. Der Pümpel. Hallo, der Pümpel. Nein. Wir sind überlastet, aber die Pümpel.
Wir müssen mit. Nein. 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 Nein! In die Fresse! Der checkt gar nichts. Selber Mist, Kerl! Quick save! Nächstes Mal nicht auf die Waffe, sondern auf den Typen. Denn die Waffen können wir ja immer gebrauchen. Aber so wird das leider nichts. Und jetzt ziehen wir uns mal hier... Ja, toll, die einzigen beiden Stimpacks, die wir gefunden haben, rein. Und wir wurden befördert. Das wurde doch nicht das mal erleben. Kleine Waffen muss, glaube ich, unbedingt höher. Boah, ist das laut! So, dann machen wir das höher. Sprengstoffe machen wir mal auf... Ja, komm, machen wir es mal auf 25. Dann können wir direkt die Bombe in diesem Kaff da entschärfen. Und dann gehen wir gebildet... Mit dem extra gebildet erhalten Sie bei jeder Erhöhung Ihres Levels drei weitere Fertigkeitspunkte. Dieses extra sollte man am besten möglichst früh verwenden, um es effektiv nutzen zu können. Klingt logisch, wird gemacht, denn wir sind ja schlau. Persönliche Truhe. Ein Baseball und eine... eine Powerfaust, die wir nicht verwenden werden können, weil wir auf sehr hart spielen. Und da unten liegt ein Whisky, aber wir nehmen natürlich erstmal die leere Whiskyflasche. Was ist hier noch so? Und Schuhe und Scheiße. Einen Schuh. Ja. Zurück in die Schule. Jetzt räumen wir sie noch aus, wenn das denn irgendwie funktioniert. So, eine Salistenrüstung. Eine MP, die wir komplett zerlegt haben. Und jetzt, nein, bleib da drin, bleib da drin, bleib da drin. Und bevor wir den Staubsauger jetzt entsorgen, machen wir einen Quicksave und ich verabschiede mich. Tut mir leid. Aber wir sehen uns nächste Woche. Ich werde vielleicht demnächst nach meinen ganzen Einstellungstests und Vorstellungsgesprächen zweimal die Woche hochladen. Lässt sich auch noch steigern. Tendenz nach oben. Und vielleicht habe ich dann noch endlich mal Zeit, an meinem mega teuren Mikrofon rumzufummeln und an meinem Effektgerät und was weiß ich alles. Damit wir einfach in der Lage sind, noch bessere Qualität hier rauszuholen. Und vielleicht auch mal ein paar Fans zu sammeln. Nee, ist klar. Und ja, wie gesagt, Scribble Notes, wenn da einer was von hält, dann einfach nichts sagen. Ja, nichts sagen, genau. Da werde ich bestimmt ganz viele Meldungen bekommen, die nichts sagen. Das heißt, dann ist das einstimmig. Und falls ihr stattdessen wollt, dass ich lieber vorher Minecraft anfange, einfach in die Kommentare klatschen. Aber ich wäre wirklich für Scribble Notes. Denn ich kämpfe seit Tagen damit, dieses Spiel nicht alleine zu spielen. Also ohne euch quasi. Und euch, Motherfucker. Ich bin hier voll mit den Händen an rumhantieren. Ja, deswegen würde ich das dann doch irgendwie gerne mal in nächster Zeit zocken. Denn dieses Spiel ist mir doch sehr ans Herz gewachsen. Ja, so wunderschön. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.